möchte die AfD zum Thema Waffenrecht erreichen? Soll das der Status quo sein, so wie die Gesetzeslage in Deutschland ist? Oder soll sie erleichtert werden? Was ist jetzt das Ziel? Ja. Also erstens, wir sind, das ist, glaube ich, in der AfD, das kann man auch vor dem Programmparteien auch sagen, ein ziemlicher Konsens gegen eine weitere Verschärfung, insbesondere soweit es vor allem um administrative Hürden geht, die dort aufgebaut werden sollen. Wenn Sie mich persönlich fragen, aber da warten wir jetzt vielleicht auch noch mal den Programmparteien ab, was sich dann ergibt, bin ich persönlich der Überzeugung, dass das Waffenrecht in Deutschland bereits überreguliert ist. Wir haben bereits zu viele Hürden meines Erachtens aufgebaut. Ich bin persönlich ein großer Freund einer Liberalisierung des Waffenrechts. Das ist in Deutschland ein ganz schwieriges Thema. Das wissen wir alle. Ich bin aber persönlich tatsächlich davon überzeugt, dass eine bei weitem überwiegende Zahl von Menschen in Deutschland in der Lage ist, verantwortungsvoll mit Waffen umzugehen. Und diejenigen, die also durch eine psychologische Prüfung etc. zum Beispiel fallen, die kann man raussortieren. Aber ansonsten bin ich persönlich für einen freien Waffenbesitz. Ja. Danke.